Aha. Der ist tot, wa? Nehmen wir mal an. Ja. Nee. Ja. Ich hab mich nur mal umgeschaut. Ich wollte nur mal gucken. Und jetzt gucken wir erstmal auf das Boot da auf. Das ist bestimmt tolle Sachen. Ja. So. Aha. Guten Tag. Das ist die Brücke, wa? Und welche Feinde hier? Da ist noch einer. Antiteilchen. Ah, hat sie wieder einen Comic. Schön. Und eine Notiz. Bootsnotiz. Es sieht so aus, als wäre ich dem Chaos und dem Durcheinander lang genug ausgewichen. Meine Zeit zur See neigt sich dem Ende zu. Ich habe keine Vorräte mehr und dieses Boot hat schon bessere Zeiten erlebt. Und wisst ihr was? So musste es irgendwann kommen. Mal sehen, was von der Menschheit noch übrig ist. Was kann schon schief gehen, oder? Falls ihr mein Skelett findet, tretet bitte nicht auf meinen Schädel. Danke. Aish. Oder ich. Okay. Ich glaube, seine Leiche haben wir schon gefunden, mal. So, gut. Sieht gut aus. Noch mal eine Etage tiefer, wa? Da geht's ja noch runter. Zack. Gibt's noch einen Anhänger? So. Mehr gibt's hier nicht? Macht keine Dinger hier. Gibt mir Munition. Aber scheinbar wartet hier auf dem Dampfer. So, hier hinten noch irgendwo? Was ist denn da hinten? Was war denn da? Aha, ein Knüppel. Munition! Wenn es auch nur 3 Schuss sind. Macht ja nichts. Wow. 3 Schuss Munition. Ich bin beeindruckt. Gibt's denn da? Kommen wir da hoch? Nee. Na gut. 3 Schuss Munition und Knüppel. Wollt ihr mir verarschen oder was? Komm mal eigentlich ins Wasser hier? Kann man. Aha, wie weit kann man denn gehen? Aha, hier ist Schluss. Na gut. Da brauchen wir ja nicht weiter gucken. So, dann gehen wir mal zu dem Kanal ein, Yang joggen. Aber ich könnte mich vorne auf dem Boot nochmal umgucken, das habe ich noch nicht gemacht. Vielleicht liegt ja da noch was rum. Auch nicht. Und oben kommen wir nicht ruf. Na gut. Dann werden wir mal zu dem Gitter gehen. Wo unsere Kumpane schon warten. Aber dem Henry, ja, dem vertraue ich nicht so richtig. Okay, zusammen. Na los. Warten wir jetzt. Ich meine, das war jetzt eine gute Hilfe. Okay, kommt Kinder, los. Los. Na gut, auf geht's. Du bist okay. So. Hol die Lampen raus. Ja, und rennt nie so weit vor. Das kann ich ja nicht leiden. Mhm. Was ist das hier überhaupt? Links, Joel, rechts. Wir sollten uns hier umsehen. Ja, natürlich. Wir gehen hier lang. Mir gefällt es hier nicht.
Wie kommt denn das? Hier lang. Ich kann nicht gesagt. Gleich hier. Da oben? Was ist denn da? Na, wir gehen mal hoch. Eigentlich müsste ich mir erst die andere Seite angucken. Da ging es ja nämlich auch noch lang. Tür sieht zu aus, wa? Würde ich sagen. Ist ja ein Lager, wa? Oder so was? Ist bestimmt tolle Sachen. Oh, guck mal hier. Wenn du das aufkriegst, krieg ich durch und mach die Tür auf. Ja, bitte. Oh, hier ist eine riesige Ratte. Ja. Rin. So, dann machen wir auf das Ding. Da ist er. Sehr gut, Ellie. Wunderbar. Dankeschön. Bist ein Schatz. Ja, hier gibt's ja tolle Sachen. Meine sind voll. Na, Moment. Moment. Oh, wir haben schon wieder 80 Pillchen. Heiltempo, Schwanken der Waffe. Ich glaube, ich werde erstmal die maximale Gesundheit ein bisschen pushen. Ah ne, halt. Halt. Und dann werden wir noch hier Dingens herstellen. So. Trotzdem voll? Na gut. Was gibt's denn hier noch so Schönes? Kanalisationsnotiz. Jetzt bin ich seit einigen Monaten weg und die Welt geht weiter zugrunde. Wo man auch hingeht, gibt es Infizierte und Nicht-Infizierte, die dich töten wollen. Die Menschen sind wieder Teil der Nahrungskette, Baby. Unglaublich, dass ich so lange überleben konnte. Die Kanalisation ist ziemlich sicher. Wegen der wenigen Ein- und Ausgänge ist sie leicht zu verteidigen. Und wenn doch jemand hereinkommt, kann ich ihn in diesen Irrgarten abhängen. Ich bin zwar nicht hart, aber ich bin schnell. Vielleicht sollte ich einfach hier unten warten, bis oben wieder alles normal ist. Ich glaube, ich bin jetzt erst einmal ein Kanal-Maulwurf-Mann. Wünscht mir Glück. Wieder dieser Eisch oder Isch. Aber vielleicht ist es auch nur sie, keine Ahnung. Auch voll. Naja, besonders viel gab's ja hier nicht, wa? Na gut, dann können wir das ja hier verlassen. Gibt's denn da? Ach, das sind unsere Leute, wa? Okay. Aha. Können wir nicht hier raus? Kommen wir nicht hin. Ich kann nicht schwimmen. Da sind wir zu zweit. Dass die Kids alle nicht schwimmen können. Okay, Joe. Wie kommen wir rüber? Wir müssen uns wohl was überlegen. Dass die Kids alle nicht schwimmen können, ist irgendwie auch. Das Ding hängt an einer Kette. Vielleicht geht es irgendwie da. Ich drück einfach mal. Linke Maus, linker Stick. Drehen. Es klemmt. Schön. Das heißt, ich muss jetzt darin, wa? Na gut.
Ihr bleibt da. Schwimmen wir mal rüber. Gucken uns mal den Sachverhalt hier drüben an. Ich komme nicht an. Das ist schlecht. Ist hier keine Leiter? Aha. Auch nicht. Ja, schön. Was hätten wir mal tauchen? Gibt's hier irgendwas? Vielleicht ist so ein Ding offen hier? Nee. Aha. So, tauch erstmal auf hier. Da unten ist irgendwas zum Drehen. Oder zumindest zum Bedienen. Aha, das war das Ding, was geklemmt hat. Scheinbar. Henry, versuch's mal. Ja, dreh mal ran an dem Ding hier. Okay. Dann mal los. Ja, es geht. Na denn? Hinein. Hinein und durch. Irgendwelche Infizierten oder andere lustige Kollegen hier. Wo geht's denn da hin? Aha. So. Okay. Hier ist nix. Gut, dann gehen wir mal die Leiter hoch. Wo sind die anderen? Sind die schon oben? Nö. Aha, guten Tag. Was ist denn hier mit? Ach ja, wir müssen ja die Kids holen. Ja. Richtig. Die dürfen wir ja nicht vergessen. Die müssen wir hier erstmal rüber transportieren. Ja. So, bitteschön. Na los, Ellie. Na also, sehr schlau. Mit die einzeln transportieren? Ah, es wird Zeit, dass wir hier rauskommen. Dreh die mal rum hier. Ich meine, eine kleine Schwimmtraining-Session hätte man hier auch gleich einlegen können, wa? So, bitteschön. Du darfst runter. Will sie nicht? Lass dir Zeit. Es ist toll auf diesem Ding. Ja, nun los. Hallo? Du wirst ja wohl da die paar Schritte rüber machen können, oder was? Was ist denn das für ein Quatsch? Muss ich dir irgendwo anders hinfahren? Hier gibt's ja nichts anderes. Oh, nun spring hoch da. Anscheinend
scheint das nicht zu funktionieren. Warum eigentlich nicht? Ellie Maus, move dich. Gibt's doch ja nicht. Hier gibt's doch ja keine andere Möglichkeit als... Ja. Kann er nochmal zurückfahren? Wo sind die jetzt hin? Oder muss ich hier rüber? Das wäre aber Quatsch, oder? Tatsache. Sieh nach, ob der Generator noch Saft hat. Hier geht gar nichts. Ja, und nu? Aha. Glaub ich, dass es geklappt hat. Ja, sag's lieber nicht laut. So, und wer hilft mir jetzt hier hoch? Alles klar. Was sagen jetzt zwei Beeindruckungen? Wir sind schon Profis darin. Aber ist natürlich die Frage, wer da in den Raum nochmal wieder rinkommt. Na, wir gehen erstmal weiter. Wir gehen jetzt darin, ja. Lichter aus. Darf ich mal? Okay. Ich glaube, das war eine Alarmanlage. Alarmanlage. Ich kann gar nicht hören. Hier hat wohl mal jemand gewohnt. Das scheint aber nicht mehr der Fall zu sein. Hier ist er. Wo denn hier? Da wäre ich mir nicht so sicher. Für ein gutes Versteck hält. Wahrscheinlich Olle Isch. Munition. Eine abgesägte. Nice. Neue Waffe, Shorty. Hat Shorty denn auch Munition da gelassen? Wo geht's denn da hin? Super. Er lehnt nicht. Beruhig dich. Bomben verbessert. Der Explosionsradius ist jetzt 1,5 mal so groß. Was ist denn da los? Sei lieber leise, okay? Wäre besser. Pillchen. Messer sind voll? Moment mal. Na, basteln wir uns doch lieber nochmal was. So. Gut, da wurde es weitergehen, oder was? Nee. Alles voll. Nee. Gut, dann kommt mal mit.